Weiter geht's mit Ermicat DS. Und ich spiele wieder im Scenic-Modus. 7 Uhr Rennen. Team ist auch mal aus. Und es geht los mit den Crescent Island. Und Crescent heißt Halbmond, das habe ich nachgeschaut. Na, es geht nicht mit denen los. Oder? Ich guck nach. Es geht doch mit denen los. Ich dachte, ich werde schon gefahren im Scenic-Modus, aber anscheinend nicht. Schade, hier brauche ich einen Pilz, dann kann ich vielleicht drüber springen. Aber da muss ich erstmal ein paar Plätze zurückfallen. Okay. Warte, ich muss jetzt mein Item loswerden. So. Goldener Pilz, okay, damit bin ich zufrieden. Oh Mann. So, mal sehen, ob es klappt. Ich hab's nicht geschafft abzuspringen. Aus irgendeinem Grund bin ich Erster. Gut, jetzt bin ich Letzter. Nein! Nein, es geht nicht. Aber das geht. Aber das geht. Ich weiß nicht, wenn ich vielleicht von weiter drüben schieße, was es dann vielleicht gibt. Na, mir kommt eine Idee. Hier sieht es doch ziemlich hoch aus, oder? Ah, fuck. Alter, das war ein schlechter Winkel. Zack. Mist, ich bin nicht abgesprungen aus Versehen. Ich habe nicht mehr lange Zeit wahrscheinlich. Einen tollen Stern bringt mir gar nichts. Ah Mann. Das könnte gehen. Ich schneid's noch mal rein. Ach nein, das funktioniert nicht. Das ist geblockt. Okay. Ich versuche noch was und dann. Ja, ich versuche einfach noch was. Also wenn ich mal hier fahre und dann. Perfekt. Nein! Holy shit! Als ob! Zu Sunset Wells. Hier dürfte es keine krassen Abkürzungen geben. Hier kann man aber schön lang speeden, das sieht bestimmt so schön aus. Zack. Die Strecke eignet sich ziemlich dazu. Ja doch. Okay, das war schlecht. Aber davon jetzt mal abgesehen. Und das war auch schlecht. Aber davon jetzt auch mal abgesehen. Wenn man die Strecke übt, kann man hier bestimmt einen guten Weltrekord holen. So ungefähr bei jeder Strecke, aber. Nice! Das geht doch locker auch im 150er. Das muss gehen. Wait. Da kommt mir eine Idee. Es funktioniert, nice! Es funktioniert einfach. Als ob es jetzt hier doch so gute Abkürzungen gibt. Damit habe ich jetzt null gerechnet. Hier auch noch. Oder war das. Ist das die, die ich vorhin genommen habe? Oder ist das was anderes? Das war schlecht. Finden wir es raus, aber ich bin jetzt anscheinend letzter Film gerade auf. Ach, ich weiß nicht. Ich denke, wenn man die Kurve gut nimmt, dann könnte es auch was werden, aber. So wie ich hier fahre, wird das nichts. Mir fällt gerade auf. Hier kann man auch gut drüber springen. Ja, um sowas auszuprobieren, eignet sich Time Trials eher. Wo war das jetzt? Hier.
Ne, hier. Oder nicht drin. Ach, schade. Ich weiß nicht, ich probier's vielleicht dann nochmal ein Time Trace. Aber ich glaube, es funktioniert nicht. Zack, perfekt, komm! die Strecke ist nice. Ja, ich werde es dann nochmal probieren in Time Trials. Aber das geht nice. Wenn man das perfektioniert und hier auf so einem Turbostreifen landet. Ah, jetzt bin ich gleich letzter bestimmt. Ach, fuck. Naja. Naja. Nächste Strecke. Es funktioniert. Die Abkürzung funktioniert. Jetzt muss sie nur noch optimieren. Ich weiß auch schon wie. Ich stelle mich einfach hier so hin. Easy. Also ich drehe mich das mal um. Ah, fuck. Die Strecke sieht gut aus, aber ich glaube, hier kann man gar nicht mal so viel machen. Außer vielleicht hier hinten. Ich komme auf jeden Fall rückwärts. Also in die andere Richtung. Müsste funktionieren. Ja, es funktioniert locker. Locker funktioniert das. Da kommt mir gleich eine andere Idee, aber ich glaube, die funktioniert nicht. Schade. Na, vielleicht. Ich probier's mal. Mit einem Driftboost. Ah, hier, die Driftboosts sind hier nicht einfach zu machen. Nee, ist doch. Mit Turbopilz vielleicht. Lol. Schade. Man wird abgefangen. Juhu, Siebenter, easy. So, hier hatte ich ja schon im Original Let's Play, also was heißt Original Let's Play, ich meine im 150er Let's Play eine Idee, die ich jetzt vielleicht mal umsetzen könnte. Vorausgesetzt, es funktioniert. Und ich glaube, es könnte funktionieren. Doch, es könnte sogar wirklich funktionieren. Die anderen kommen nicht so schnell voran, wie ich sehe. Gut, neue Runde, neues Glück. Ah, ich weiß nicht. Könnte funktionieren, vielleicht aber auch nicht. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Oh shit, was war das? Hier vielleicht. Aber da kann ich nicht abbremsen. Da ist auch kein Respawn, von daher komme ich da nicht so einfach hin.
Es ist nicht möglich. Vielleicht, wenn man von der letzten da abspringt, dass man darüber kommt. Mit viel Glück, aber ich glaube nicht, dass es wirklich Zeit spart. Aber vielleicht doch, woher soll ich es denn wissen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Zack. Ah, fuck. Okay. Ein Versuch war es auf jeden Fall wert, aber sonst... Ich habe es leider auch nicht geschafft, ein 150er Mal hier lang zu springen. Das ist eigentlich ganz gut möglich, aber ich habe es halt nicht probiert, weil ich es nicht geschafft hätte, höchstwahrscheinlich. Ah, fuck, Junge, ich komme nicht um die Kurven. Aber ich glaube, da geht es vielen so. Als ob, nice. Ja gut, das muss funktionieren. Das muss auch funktionieren, um ehrlich zu sein. Oh, geht alle weg. Okay. Die Strecke laggt ziemlich, habe ich das Gefühl. Vielleicht kommt es ja auch nur so vor wegen den ganzen Farben, aber... Oh, nice! Ich hab's doch noch einmal geschafft. Das Item lasse ich mir nicht entgehen. Ja, gut. Das war es mir jetzt ehrlich gesagt nicht wert, aber okay. So, auch mal Erster geworden. Wenigstens nicht mehr Letzter. So, jetzt die N64 Rainbow Road. Die vorletzte Strecke. Und das geht schon mal gut los. Bin ich der Einzige, der so weit springt? Anscheinend schon. Vielleicht habe ich den besten Turbo-Start hingelegt und deswegen... konnte ich so weit springen, im Gegensatz zu den anderen. Weil die leider schlecht sind. Die Strecke fährt sich eigentlich ganz nice. Ich habe leider jetzt noch keine Abkürzungen gesehen, die ich nehmen könnte. Vielleicht erübrigt sich noch was. Aber ich glaube nicht. Höchstens da ganz am Ende dann. Da kann man vielleicht hochspringen oder so. Wobei kann man nicht mal wirklich. Zwar wenn man... wenn man gut genug ist? Nein! Nicht, wenn man gut genug ist. Man kann da nicht lang. Man wird da zurückgesetzt, wie ich gerade. Schade. Wäre auf jeden Fall eine Idee gewesen. Ah, ich springe mal von hier ab. Ja gut. Das ist so gut wie unmöglich, glaube ich. Nächste und letzte Strecke. Die 3DS Rainbow Road. Wo nicht mal die ganze Strecke auf den unteren Bildschirm gepasst hat. Bin ich der Einzige, der hier aus der Kurve fällt? Na toll. Oh nein. Bullet Bill. Oh Mann. Als ob! Wie schlecht bin ich denn? Was ist das für eine Frontal... was für eine Vogelperspektive? Warum ist das eine Vogelperspektive? Au, 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 au. Das tut weh anzusehen. Okay. Nice. Na komm. Fuck.
Ah, naja. Ne, hier kann man nichts Besonderes machen. Nicht mal einen Boost bekommen, ist doch frech. Oh Mann. Das war cool. Das war cool. Ich bin zwar danach gefailt, aber sonst war es cool. Ah, Mist, ich will eine Itembox. Aber die Itemboxen sind erst da drauf. Ich versuche mal hier abzuspringen, aber ich glaube nicht, dass es so viel bringt. Komm. Ach, schade. Lol. Die ganzen Computer weg. Gut, ich fahre schnell die Strecke zu Ende. Also ich fahre sie wahrscheinlich nicht zu Ende. Wenn mich die Computer abhängen. Okay, das ist jetzt ein lames Ende. Aber es ist ein Ende. Ach stimmt, ich muss noch zwei Strecken nachgucken. Aber das habe ich schon lange reingeschnitten. Also, oder war es nur eine? Es war nur eine, glaube ich. Tschüss. Ja, dieser Pfeifenton beschreibt ganz gut mein Ergebnis.